Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, das zurückliegende Jahr 2019 hat uns viel Neues gebracht. Wir sind zwischenzeitlich Universitätsklinik und in Augsburg wird Medizin studiert. Das Staatstheater Augsburg hat die erste Spielzeit in diesem Jahr absolviert. Und wir sind UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Ganz schön ist es auch, dass wir mittlerweile 300.000 sind hier in Augsburg. Und doch hat uns zum Jahresende ein schreckliches Ereignis aufgewühlt, eine Gewalttat am Königsplatz, die uns alle zutiefst berührt hat. Mit Blick nach vorne wünsche ich Ihnen und uns allen für das Jahr 2020 alles erdenklich Gute und dass es uns vor allem gelingt, dass wir unser friedliches Zusammenleben in der Stadt Augsburg gemeinsam gut gestalten.